Baden-Württemberg Land und Leute mit Hanno Gerwin. Die Karlshochschule in Karlsruhe ist die etwas andere Hochschule in Karlsruhe. Staatlich anerkannt, schon seit 2005, aber nicht in staatlicher Hand. 15 Professoren, 4 Honorarprofessoren und ca. 60 Lehrbeauftragte für rund 650 Studierende. Das heißt, auf rund 8 Studenten kommt im Durchschnitt ein Lehrender. Das ist das Gegenteil von überfüllten Hörsälen. Dadurch steht die Karlshochschule ganz oben im Ranking der deutschen Fachhochschulen. Und sie hat einen wissenschaftlich sehr vielseitigen und multierfahrenen Präsidenten. Das ist der Professor Dr. Michael Zerr. Und der ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Ja, nochmal grüße Sie, Herr Gerwin. Also dieser Schlüssel ist doch schon beeindruckend, oder? Was ich da jetzt rein rechnerisch erzählt habe, dass auf rund 8 Studenten eine Lehrkraft kommt? Ja, bei uns sind die Studierenden wirklich Partner. Wir arbeiten gemeinsam mit den Studierenden daran, die bestmögliche Ausbildung und die bestmögliche Erfahrung im Studium zu haben. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man Zeit hat für die Leute, dass man auch Lust hat auf die Studierenden und mit ihnen gemeinsam etwas erreichen will. Wie viel von den 650 kennen Sie? Ich kenne alle. Also echt? Ich kenne alle und ich versuche mir auch gleich zu Beginn die Namen einzuprägen, sodass ich mit den Leuten auch wirklich arbeiten kann. Mhm. Wir haben wirtschaftswissenschaftliche Themen, wir sind eine Management-Hochschule, aber eben keine, wie es viele andere gibt, die sagt, uns sind die Menschen egal. Nee, der Karlshochschule sind die Menschen nicht egal. Und wir erhoffen uns, dass die Leute, die bei uns studiert haben, die international studiert haben, rausgehen, wo auch immer sie sind. In Unternehmen, in Non-Profit-Organisationen, in internationale Organisationen und einen Beitrag leisten, einen ganz kleinen Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie sie angetroffen haben. Da haben Sie jetzt sozusagen schon ein großes Ziel und auch eine Leitlinie gewissermaßen für die Hochschule weitergegeben, sprechen aber eine Menge verschiedener Themen an. Die Frage zum Beispiel Wissen und Forschung einerseits und andererseits, ich sag mal, Persönlichkeitsbildung der Studenten. Denn die Studenten sind ja junge Leute und so wie Sie sagen, die können sich zu Helfern und mitfühlenden Menschen entwickeln, Erwachsenen entwickeln oder aber auch zu Technokraten auf der anderen Seite. Was machen Sie für das Wissen? Vielleicht fangen wir mal bei den harten Facts an. 8 Studiengänge gibt es. Welche sind das? Was kann man bei Ihnen lernen? Sind bei uns alles Management-Studiengänge, häufig mit einem Touch Richtung Non-Profit, also beispielsweise im Kunst- und Kulturmanagement oder auch im Tourismusmanagement oder im Medienmanagement, aber dann auf der anderen Seite auch Studiengänge, die für internationale Themen ausbilden, also interkulturelles Management und Kommunikation oder International Business oder eben auch internationales Marketing, um nur einige zu nennen. Und es sind alles Studiengänge, die sich mit Zukunftsthemen befassen. Wir haben ein internationales Energiemanagement. Da geht es darum, Leute auszubilden, die die Energiewende auch tatsächlich vorantreiben können, die etwas für den Klimaschutz tun können. Wie bringt man sowas in einen Lehrplan? So ein Ziel? Ja, wir haben in dem Energiemanagement-Studiengang tatsächlich eine Säule gemacht mit mehreren Modulen, die aufeinander aufbauen. Energieeffizienz, also wie kann man den Energieverbrauch insgesamt reduzieren, regenerative Energien und dann Energiepolitik. Und die Einführung in den Studiengang, da geht es um die globale Energiesituation. Das heißt, die Studierenden lernen die Welt so, wie sie ist, kennen, aber eben auch die Möglichkeit, sie zu verändern. Das sind jetzt im Grunde sehr fachliche Themen, also gut verständlich auch. Wie ist das jetzt bei dieser Allgemeinbildung? Sie hatten das gesagt, Sie möchten eigentlich gerne Studenten am Ende entlassen, die sich auch in der Gesellschaft engagieren. Das ist unser Ziel. Und ich habe irgendwann mal formuliert als so eine Idee oder Vision, wie kann ich das rüberbringen? Und ich habe gesagt, ich stelle mir vor, dass sich eines Tages 3 Menschen treffen. Einer ist vielleicht bei ATTAC und ein anderer hat eine Agentur und ein dritter mag in einer Bank als Manager tätig sein. Und die verhandeln auch
streitig aus unterschiedlichen Perspektiven. Und irgendwann sagt einer, ich glaube, Sie waren an der Karlshochschule. Weil Sie eine andere Art der Sozialisation, eine andere Art der Ausbildung genossen haben. Das fängt einerseits an bei wirtschaftlichen Fragen. Viele, und das hat, glaube ich, in die Krisen geführt, die wir sehen, viele sehen Wirtschaft als etwas, bei dem man im Grunde den Mensch rauskürzen kann. Wir betreiben Wirtschaft so, als würde es um Menschen gehen. Das ist unser Anspruch. Wir sind also nicht die Hochschule, die sagt, naja, es lässt sich alles mathematisch berechnen und Naturgesetze aufstellen, sondern die Hochschule, die sagt, was heißt das denn für die jeweiligen Menschen und wie leben die untereinander in Beziehung? Wenn Sie zur Allgemeinbildung, zur Persönlichkeitsentwicklung kommen, wir fangen ganz früh damit an. Wir nehmen die Studis in der ersten Woche, in eine Orientierungswoche, in der sie im Team arbeiten, in denen sie tatsächlich versuchen, soziale Kompetenzen auch schon auszuprägen, indem sie... Also sie achten darauf. Wir achten sie, das sie supervisieren darauf. Das, wenn ja, sie merken, genau. Einer passt genau. Sich da nicht ein oder macht nicht mit. Dann arbeiten wir mit ihm. Ja. Was unsere Studis in der ersten Woche unter anderem machen, ist, sie schreiben einen Brief an sich selbst, indem sie versuchen zu überlegen, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Und was davon will ich in den nächsten 3 Jahren und dann später umsetzen? Dann geht es in das erste Studienjahr. Da haben die Studis bei uns etwas, das nennen wir moderierte Reflexion. Das heißt, einmal pro Woche sind die moderiert mit einem Wirtschaftspsychologen zusammen und fragen sich, was habe ich eigentlich in dieser Woche gelernt? Und was bringt das für mich und was bringt das für meinen späteren Beruf? Kleiner Blick in die andere Hochschullandschaft, ist das da nicht so? Hat man die Zeit dafür nicht oder will man das nicht? Also ich selber habe in einer Hochschule studiert, da habe ich mit 1.500 Studis gleichzeitig angefangen. Da war ein Professor, den habe ich durchs Opernglas irgendwo ganz weit vorne gesehen und die Veranstaltung wurde auch noch in einen anderen Hörsaal übertragen. Und viele saßen auf der Heizung oder auf den Treppenstufen. Bei uns haben die Professoren Zeit und nehmen sich die Zeit, mit den Leuten zu arbeiten. Wir haben dann auch ein Mentoring-Programm, das heißt, sie suchen sich schon im ersten Studienjahr einen Praktiker, einen Menschen, der irgendwo Verantwortung in der Praxis übernommen hat. Und mit dem treffen sie sich immer wieder, um auszutauschen, was bringt mir dieses Studium für die Praxis. Dann gehen die im zweiten Jahr in die Projekte, in die Unternehmensprojekte, da arbeiten die schon an konkreten Aufgabenstellungen für Unternehmen und mit Unternehmen. In konkreten Unternehmen in Baden-Württemberg in der Regel oder auch international? Genau. Oder auch international, die Aufgabenstellungen haben, bei denen sie junge, kreative Leute haben wollen, Ideen gewinnen wollen, Umsetzungen kriegen. Und da arbeiten unsere Studis, da räumen wir die ganze Hochschule leer und die arbeiten alle an diesem Projekt. Ein ganzes Semester? Also in einem ganzen Semester und am Schluss des Semesters 4 Wochen an nichts anderem. Mhm. Und das ist spannend. Wir haben da das Konzept ein bisschen rumgedreht. Die Studis buchen sich ihre Coaches, ihre Lehrenden. Da kommt ein Teamcoach, aber auch eine Schauspielerin, die Präsentation beibringt. Da kommt ein Konfliktmanager, weil da kommen Konflikte. Und die Studis reißen sich darum, Wissen zu bekommen, das sie dann den Unternehmen weitergeben. Und häufig kommt dann schon im 3. oder 4. Semester der Kontakt zum späteren Arbeitgeber zustande. Wir haben Leute, die haben danach einen Vertrag nach dem 6. Semester, aber schon nach dem 4. unterschrieben. Das heißt im Grunde genommen, Sie denken auch an die Zeit danach. Das sind ja in der Regel Bachelorstudiengänge oder auch Masterstudiengänge. Genau, das sind 8 Bachelorstudiengänge und dann gibt es einen darauf aufbauenden Masterstudiengang. Und das ist, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, aufgebaut wie so eine Treppe. Die Leute kommen immer wieder auf einen neuen Spielplatz und da können sie sich ausprobieren und Kompetenzen erwerben und wenn sie es können, dann kommt sozusagen der nächst schwierigere. Wir hatten über die Unternehmensprojekte gesprochen. Der nächste Schritt wäre dann das Ausland. Die Studis, alle unsere Studis, gehen 1 Semester ins Ausland und zwar ohne Zeitverlust, weil wir mit über 80, fast 90 Partnerhochschulen Kooperationsabkommen haben, dass sie dort studieren können und alles, was sie dort studieren, wird ihnen angerechnet. Sie haben keinen Zeitverlust. Sie sind nach 6 Semestern fertig und haben da integriert 1 Semester im Ausland.
Also ich muss mal unterbrechen, das klingt jetzt alles recht paradiesisch und ich könnte mir vorstellen, so mancher Student, der dazu denkt, ja, wo sind wir denn da? Mhm. Müssen die keine Arbeiten schreiben, Zwischenprüfungen machen, Scheine abliefern, fallen durch? Also die Hochschule hat einen hohen Anspruch, auch einen hohen wissenschaftlichen Anspruch. Das heißt, die Leute müssen arbeiten. Aber arbeiten kann paradiesisch sein, wenn man an guten Themen arbeitet. Unsere Studierenden machen natürlich solche Projekte und die werden auch benotet. Die machen natürlich eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, das wird benotet. Die schreiben weniger Klausuren, meistens Projektarbeiten, Präsentationen, Seminararbeiten, Referate. In den ersten Semestern auch mal eine Klausur. Also eine spannende Geschichte. Vielleicht können Sie noch ein bisschen über die anderen Professoren und Lehrbeauftragten erzählen. Sie selbst haben ja auch keine so, ich sag mal so, klassisch akademische Karriere. Sie haben promoviert, dann sind Sie an der Universität, haben sich nicht habilitiert, sind dann dort Professor geworden, erst vielleicht nicht offizieller und dann hatten Sie eine ordentliche Professur, sondern Sie kommen eigentlich auch über die Wirtschaft und haben vorher schon promoviert. Wie ist das, diese Grundvoraussetzungen, die Sie mitbringen, genau. Passen die dazu? Genau. Also man kann sagen, das ist eine Stiftungshochschule. Mhm. Das heißt, auch wir sind Non-Profit. Wir wollen Leute gut ausbilden für die Herausforderungen, die diese Gesellschaft hat. Und wie kann man das gut? Indem man eine gute Mischung hat aus Praktikern, Leuten, die in der Praxis waren, die wissen, worüber sie reden und dann entweder an der Hochschule sind, so wie ich. Ich habe 20, 30 Jahre Praxis gemacht und bin dann an die Hochschule, weil mir die Arbeit mit den jungen Menschen so viel Spaß macht. Oder auch Praktiker, die noch im Beruf sind. Ja, bei uns unterrichtet der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der L-Bank, die übrigens auch eine Stiftungsprofessur ausgeschrieben hat, Finance, Ethics and Sustainability, also Nachhaltigkeit, wie lässt sich das sozusagen auch in einem Finanzbereich durchsetzen. Bei uns unterrichtet die Geschäftsführerin des ZKM, die Frau Riedl, im Kunst- und Kulturmanagement. Bei uns unterrichten Leute aus dem Personalbereich, die den Leuten beibringen, was heißt Personalarbeit, aber auch, wie kommt ihr an einen Job? Nahezu alle unsere Studis haben mit dem Abschluss dieses Studiums einen Job in der Tasche. Und dann kommen natürlich dazu Leute, die in der Forschung bärenstark sind und die wir zum Teil aus Neuseeland, zum Teil von weit her gewonnen haben, um an dieser Hochschule sozusagen das zu verzahnen. Und das macht den Spaß dieser Hochschule aus, dass Leute mit einem hohen, auch wissenschaftlichen Anspruch und Praktiker, die das aber interessiert, zusammenkommen und mit den Studis gemeinsam Lösungen erarbeiten. Was haben Sie denn so an internationalen Unternehmen kennengelernt? Ja, ich selber war mal im Energiebereich tätig. Und Sie können auch sagen, Sie haben Yellow gegründet. Richtig. Sehr bescheiden. Ja, und in dem Zusammenhang natürlich mit angelsächsischen Unternehmen aus Großbritannien und den USA, aber dann eben auch mit unseren französischen Freunden viel zu tun gehabt. Wie ist das, wenn jetzt Unternehmen, man sagt das immer so, man arbeitet international zusammen, aber man weiß ja schon, dass es innerhalb der verschiedenen Bundesländer teilweise bestimmte Probleme gibt. Richtig. Und ich könnte mir vorstellen, für so ein Unternehmen ist es nicht so einfach, über die Ländergrenzen hinaus zu arbeiten. Da haben Sie recht. Viele Unternehmen spüren jetzt, dass es notwendig ist, dass man eine interkulturelle Sensibilität entwickelt, dass man Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen kann. Dass es darum geht, den anderen gut zu verstehen, um mit ihm eine gelingende Kommunikation zu haben. Sehen Sie, früher, bevor es überhaupt wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung gab, haben Unternehmer typischerweise ihre Nachfolger ein Jahr ins Ausland geschickt. Warum? Einmal, um das Neue kennenzulernen, zum anderen aber auch, natürlich um ein Netzwerk zu bilden, aber schließlich auch, um zu sehen, dass die Dinge anderswo ganz anders gemacht werden. Und diese Erfahrung, dass es nämlich irgendwo anders durchaus anders sein kann. Und trotzdem funktioniert. führt dann dazu, dass die Leute auch selber immer wieder überlegen, muss das so sein, wenn ich nach Hause komme? Ja, die sind in dem anderen Kontext zunächst einmal mit der Frage konfrontiert, warum ist das anders? Aber wenn sie nach Hause kommen, dann ist auch das, was sie vorher gesehen haben, nicht alles mehr normal,
sondern sie fangen an, nach Verbesserungen zu suchen. Also das wäre ja Internationalität als Impuls für Innovation. Ja, genau, so ist es. Und ich habe meine beiden Kinder, die sind jetzt, die Tochter studiert in Edinburgh, der Sohn will nach Maastricht nach dem Abitur oder ins Ausland. Die waren ein Jahr mit einer Jugendaustauschorganisation im Ausland. Und die kamen zurück und hatten so viele Ideen, was sie hier verbessern könnten, dass wir gar nicht hinterherkamen. Und das ist ein Ziel dieser internationalen Ausbildung. Wir haben Leute aus fast 60 Ländern in der Hochschule und wir schicken alle unsere Studis ein Semester ohne Zeitverlust ins Ausland. Und bis dahin haben die Sprache so gut gelernt, dass die sich da gut zurechtfinden. Sie sprechen ja ab dem dritten Semester Englisch und wir haben einen kleinen Film, der ist auch in Englisch. Mhm. Den spielen wir jetzt mal zu und der Präsident der Karlsruher Schule wird dann da, wo es sinnvoll und nötig ist, aus seiner Erfahrung einfach live den Film etwas kommentieren. Schauen wir mal bei Ihnen in die Hochschule rein. Hey, how's it going? My name is Lee Derrick. Welcome. Let me give you a quick tour of the place. Here we have our service desk. So if you need anything, want anything, come here and they'll help you with a smile on their face, even if it's really early in the morning. Das Studium, wenn Sie irgendwas brauchen, wenn Sie sich beraten lassen wollen, auch wenn Sie später Ihren Job suchen, gibt es einen Career Service, der Ihnen hilft, einen guten Job zu finden. Und jetzt gehen wir in unsere Bibliothek. Da sieht man schon, das ist alles sehr familiär hier. Jede Menge Platz gibt es da auch. Und da gibt es jede Menge Platz. Da sind die Studis sozusagen, da ist nichts überfüllt, sondern die haben die Chance, gemeinsam auch mit ihren Professoren an spannenden Themen zu arbeiten. So, und jetzt kommen wir zu unserem Play Space. So, here in the Play Space, students like to get together and work on group projects together. A lot of the times und events in diesem are Raum here, seminars and generally Gruppenarbeiten, gibt es Unternehmensprojekte, da arbeiten die Studis, aber da relaxen sie auch, da unterhalten sie sich, da diskutieren sie, da lernen sie sich kennen. Man sieht schon, die Leute arbeiten viel in Gruppen zusammen, so wie sie es später eben auch müssen, an konkreten Projekten. Hi. Thank you so much for coming. We're the project group of Telltale Hearts, and we're supposed to develop a positioning strategy for the new product of the company, Telltale Hearts. Our problem is that in addition to the positioning and the target groups, we're also supposed to develop a preliminary marketing plan, and that's where we need you because we're not sure how to do this. So could you please help us? Sind unsere Studierenden dann aufgefordert, konkrete Lösungen für Unternehmen zu erarbeiten. Und das ist das, was ich schon sagte. Häufig kommen da schon erste Jobangebote. Ich meine, das ist ja ein super Einstieg, nicht? Wenn man im Grunde genommen noch als Student mit allen Freiheiten, die man auch hat, wenn es jetzt nicht funktionieren würde, wäre es ja nicht so schlimm. Man muss es ja noch nicht wissen und man ist noch nicht dafür bezahlt. Und jetzt bewährt man sich da, dann ist eigentlich schon klar, dass man sagt, den wollen wir gerne bei uns einstellen. So ist es. Wir hatten mal einen Studierenden, der hat dort in diesen Unternehmensprojekten jemanden so überzeugt, dass der kurz darauf angerufen hat, er hat ein Problem in Spanien, ob der Studierende ihm helfen könnte. Mark Beil hieß der. Und der war spontan, es war ein Semesterferien, hat gesagt, das mache ich. Flog dahin. 4 Wochen, hat mitgeholfen, ein Problem zu lösen und dann wurde er nach Düsseldorf bestellt und hat gedacht, jetzt muss er eben Bericht erstatten. Aber weit gefehlt, er kam dahin und hatte nach dem 4. Semester den Arbeitsvertrag. Das ist natürlich großartig, also das sind so die Erfolgsgeschichten. Aber die Studenten führen es auch schon zu Ende, das Studium, denn das wäre ja nicht gut, wenn jetzt einer sagt, also hier, da kriege ich auch schon Gehalt und so weiter, dann gehe ich lieber dahin. Nee, das hat er nicht. Der hat sich ausbedungen, dass er noch ins Ausland darf im 5. Semester, ein Semester im Ausland. Dann hat er ein Praktikum dort gemacht, dann die Bachelor-Thesis geschrieben und dann ist er dahin gegangen. Aber er hatte die Sicherheit ein Jahr vorher, ich habe einen Job. Bachelor ist ja der erste Abschluss, wenn man will, und kann dann noch den Master machen. Das ist ja dieses inzwischen internationalisierte Ausbildungsmodell. Wie viele Studenten machen Masterstudiengang danach? Also wir haben typischerweise pro Jahr etwa 30, manchmal ein bisschen mehr, 35 Studierende, die den Master machen. Und übrigens, die können danach auch noch eine Promotion schreiben. Mhm. Die machen wir in Kooperation mit anderen Hochschulen an der Karlsruher Schule. Also Sie haben auch Doktoranden an der Karlsruher Schule? Wir haben auch Doktoranden an der Karlsruher Schule.
Aber es könnte jemand natürlich auch sagen, ich mache den Bachelor in der Karlshochschule und den Master mache ich in Stockholm. Genau. Wir haben eine ganze Reihe von Studierenden und das finde ich immer sehr spannend. Die machen bei uns den Bachelor und dann haben die sich qualifiziert auch wirklich für die Top-Unis dieser Welt. Wir haben eine Studierende, für die haben wir sogar ein Stipendium dann gehabt, die hat an der London School of Economics einen der besten Abschlüsse gemacht. Wir haben Studierende, die sind in Warwick in England, in St. Andrews, die sind an irgendwelchen renommierten Hochschulen weltweit. Und die Karlshochschule mit diesem spezifischen Programm und auch den Sprachkenntnissen, die die Leute dort erwerben als Teil des Unterrichts, bildet natürlich hervorragend für solche Top-Hochschulen weltweit aus. Also das klingt alles sehr gut und Sie haben auch viele Auszeichnungen bekommen, aber es kostet ja auch Geld. Das Richtig. Ist jetzt der Unterschied, sagen wir mal, zu einer staatlichen Hochschule. Da habe ich zwar meine Semesterbeiträge, ansonsten aber keine weiteren Kosten. Wie ist das bei Ihnen? Richtig. Wir haben tatsächlich, Sie haben recht, für alle unsere Studiengänge ein Premium-Siegel bekommen. Das haben überhaupt nur zwei weitere Unis in Deutschland bekommen im Rahmen der Akkreditierung. Und auch beim CHE-Ranking stehen wir ganz oben. Kennedy hat mal gesagt, es gibt nur eine Sache, die teurer ist, als in Bildung zu investieren. Nämlich nicht in Bildung zu investieren. Die Karlshochschule, das sage ich immer, die ist nicht billig. Und darauf sind wir stolz. Weil unsere Studierenden wissen, was sie dafür bekommen. Und am Ende eines Studiums haben die ungefähr so viel investiert wie für einen ganz kleinen Kleinwagen. Was verstehen Sie denn einem ganz kleinen Kleinwagen? Oder sagen Sie doch eine Summe. 20.000 Euro. Okay. Und es gibt kaum eine andere Hochschule, bei der so viele Studierende entweder über die Hochschule selbst oder ihre Partner oder auch bei Dritten Stipendien bekommen haben. Unsere Studierenden sind typischerweise nicht Leute, denen es leicht fällt, viel Geld zu bezahlen, sondern Leute, die sich das hart erarbeiten, entweder indem sie Stipendien kriegen oder indem sie in der Hochschule arbeiten, in der Bibliothek, da können sie nebenher lernen, oder indem sie sich anderweitig finanzieren, die aber sagen, für mich ist es wichtig, dass ich eine solche Ausbildung bekomme, die für mich Sinn macht. Die bestimmt mein ganzes künftiges Leben. Das bin ich mir wert. Und es sind typischerweise Leute, die schon bevor sie zu der Hochschule gekommen sind, Erfahrungen gemacht haben. Jugendgruppenleiter, Auslandserfahrung, soziales Engagement, ehrenamtliches Engagement. Und die auch Leute, die eine Berufsausbildung schon gemacht haben. Und Leute, die eine Berufsausbildung gemacht haben und die da sehr zielgerichtet studieren. Und die dann sagen, das ist es mir wert, aber ich verlange von meiner Hochschule, dass sie bodenständig ist, dass sie auf dem Teppich ist. Die Karlshochschule ist nicht eine elitäre Hochschule, aber sie ist eine Hochschule, bei der Lehrende und Studierende gemeinsam versuchen, das Beste aus dieser Studienzeit zu machen. Wird da manchmal darüber diskutiert, wie hoch die Beiträge sein sollen, oder ist das im Grunde eine klare Sache und auch akzeptiert? Das ist bei unseren Studierenden vollständig akzeptiert. Mhm. Und mir sind die am liebsten, die sagen, das habe ich vielleicht in der Berufsausbildung mir so weit selbst finanziert und jetzt gucke ich, dass ich ein Stipendium dazu bekomme und arbeite in irgendeinem Hiwi-Job und damit zusammen finanziere ich das. Denn die haben für sich selber entschieden, mir ist mein Leben und mein künftiges Berufsleben etwas wert und ich weiß, nun sind es ja auch Leute, die kaufmännisch denken. Ich weiß, wenn ich in 6 Semestern fertig bin und nicht 8 oder 9 brauche, weil irgendein Modul nicht angeboten wurde und dann noch im Ausland war und weil ich das als Teil meiner Ausbildung habe, perfekt dann Englisch spreche, selbst wenn sie es am Anfang noch nicht so gut konnten und noch eine weitere Fremdsprache und mich auf eine Region spezialisiert habe und in einem Fach gut bin und die Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, dann habe ich das typischerweise innerhalb vom ersten Berufsjahr verdient. Da sind die anderen noch im überfüllten Hörsaal. Es ist also nicht nur eine Investition, sondern auch eine Investition, die sich rechnet. Klingt sehr interessant, gerade wenn man es vergleicht. Wir haben es ja teilweise auch so ein bisschen mit staatlichen Hochschulen oder Fachhochschulen verglichen. Man könnte aber nicht jetzt jeden Studiengang auf diese Weise organisieren. Oder das ist richtig, da gebe ich Ihnen völlig recht. Es gibt Studiengänge,
Und es gibt tolle Unis. Mhm. Es gibt Studiengänge im Ingenieurbereich, da braucht man Labore. Es gibt medizinische Studiengänge, da braucht man wiederum Möglichkeiten, mhm. wo praktiziert werden kann. Man kann aus meiner Sicht eine medizinische Fakultät oder eine ingenieurwissenschaftliche Fakultät nur sehr schwer aus Studiengebühren finanzieren. Also da braucht man einfach die staatlichen Da braucht man staatliche Finanzierungen oder, was die amerikanischen und angelsächsischen Universitäten machen, große Stiftungsmittel. Auch die Karlshochschule ist eine Stiftungshochschule, sie ist gemeinnützig. Wo kommen diese Stiftungsgelder her? Die Stiftungsgelder der Karlshochschule sind im Wesentlichen Beiträge, die die Professoren in der Anfangsphase der Karlshochschule gebracht haben. Die sind relativ gering. Das heißt, die Karlshochschule muss ihre Kosten decken, mhm. aber sie macht keinen Gewinn. Niemand zieht da einen Gewinn raus. Sie ist ein gemeinnütziges Non-Profit-Unternehmen. Wenn Sie etwas anbieten wollen, was große Labore oder medizinische Einrichtungen braucht, dann brauchen Sie ganz andere Stiftungskapitalien. Die Gehälter der Professoren sind so wie in den staatlichen auch, oder? Ich sage immer, sie sollte immer ein kleines bisschen niedriger sein. Mhm. Warum? Weil nicht zu niedrig, sonst kriegt man die guten Leute nicht, mhm. aber ein klein bisschen niedriger, damit man Idealisten bekommt. Und die Karlshochschule ist tatsächlich eine Einrichtung, in der Professoren sind, die Spaß an der Lehre haben, die mit den Studierenden zusammenarbeiten wollen und die sind dort. Vielleicht haben Sie wie ich schon vorher ein anderes Berufsleben und haben dann Ihre Berufung darin gefunden, die Erfahrung weiterzugeben. Vielleicht sind es junge Kollegen, die aber einfach den Spaß an dieser Lehre haben und die sagen, natürlich muss ich auch mein Auto betanken und ich brauche auch was zu essen. Aber meine Motivation ist nicht das Gehalt, sondern meine Motivation ist die Arbeit mit den Studierenden und die macht mir Spaß. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Haben Sie nochmal toll auch Ihre eigene Motivation zusammengefasst. Und ansonsten ging es um die Karlshochschule in Karlsruhe, eine private, hochdekorierte Fachhochschule. Das war Baden-Württemberg Land und Leute. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.